Die Krisen in dieser Welt, sie dringen in unseren Alltag vor. Putins Krieg hat die Inflation nach Deutschland gebracht und das Leben, ihr Leben, euer Leben viel teurer gemacht. Eine Koalition, die ich als Vizekanzler, als Minister mitverantwortet habe. Und an einem Küchentisch wie diesem habe ich vor 22 Jahren gesessen und mich entschieden, in eine Partei einzutreten. Weil mich das, was in unserem Land geschieht, etwas angeht. Weil ich mich kümmern wollte. Einbringen. Etwas bewirken. Robert! Na, ich habe die letzten zwei, drei Urwahl vorhin auch schon angeguckt und da hat er was gesagt von dem Pinkel ich ins Bier. Nein. Okay, du triffst also auf dem Weg zur Toilette Wladimir Putin. Was sagst du ihm denn? Dann würde ich sagen, doch Herr Putin, Sie kennen mich nicht, das ist auch kein Problem soweit, aber ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch 2, 3 Monate, dann regieren wir diese Republik. Und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Zweitens, wir werden diejenigen, die in Syrien bomben und damit noch Geschäfte machen, nicht mehr ins Land lassen. Das Shoppen in München in den Malls von den Frauen der Schlechter ist vorbei. Und drittens, wir werden diejenigen, die wie wir an ein freies, ein gerechtes, ein junges, ein freundliches, ein Miteinander in Europa glauben, die werden wir mit erleichterten Visen nach Deutschland lassen. Dass es nicht heißt Deutschland, Europa versus Russland, sondern eine autoritäre Oligarchie der Führungsstruktur gegen die Bevölkerung, die eigentlich Frieden und Miteinander will. Und ich frage mich, welchen Beitrag ich leisten kann, Sicherheit, Selbstvertrauen und Zuversicht zu geben. Wie ich dazu beitragen kann, Sorgen zu lindern, die um den Arbeitsplatz, einen Kita-Platz, eine gute Schule, eine bezahlbare Wohnung oder bezahlbares Pendeln. Dass wir Klima und Natur schützen. Der Krieg in der Ukraine. Er wütet weiter. Die russischen Angriffe dauern an. Es ist ein erbarmungsloser Krieg, der viele Menschenleben kostet. Es ist aber auch ein Krieg, der ohne Rücksicht auf die Umwelt geführt wird. Dass wir Klima und Natur schützen. Chemiefabriken, Öldepots, Industrieanlagen, Kraftwerke. Immer wieder sind sie das Ziel von Kamikaze-Drohnen und Raketen. Dass wir Klima und Natur schützen. Die Folgen für die Natur? Dramatisch. Ukrainische Umweltinspektoren sind erschüttert. Was für ein Albtraum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben als Ökologinnen schon viel gesehen. Aber das ist das erste Mal, dass wir es mit solchen Zerstörungen zu tun haben. Kremenchuk, eine Stadt im Nordosten der Ukraine. Rund 100 Kilometer von der Front entfernt. Drei Umweltinspektoren schauen sich um an einem Ort, der wenige Monate zuvor Ziel eines russischen Angriffs war. Viel ist nicht geblieben von dem Einkaufszentrum, das einmal hier stand. Die größten Trümmer sind bereits abgeräumt. Überwachungskameras haben festgehalten, was hier geschah. 27. Juni 2022, 15.52 Uhr. Das Einkaufszentrum ist gut besucht, als ein Marschflugkörper keine 50 Meter entfernt einschlägt. Nach ukrainischen Angaben werden 20 Menschen getötet.
Eine Fläche von rund 28.000 Quadratmetern steht in Flammen. Es ist der bisher schlimmste Angriff auf Kremenschuk. Ein Ereignis, das auch die staatlichen Umweltinspektoren bis heute nicht loslässt. So viele Menschen sind hier gestorben. Und trotzdem müssen sie ihre Arbeit tun. Wir haben hier einige Untersuchungen gemacht. Wir haben die Luft analysiert und man kann es sich kaum vorstellen. Allein aus diesem Einkaufszentrum sind 2200 Tonnen Schadstoffe entwichen. Das sind gewaltige Emissionen, die in die Atmosphäre gelangt sind und die sich irgendwo auf der Erdoberfläche wieder ablagern. Im Auftrag des Staates dokumentieren die Inspektoren Umweltschäden, die durch den Krieg verursacht werden. Sie sind überzeugt, dass das wichtig ist, trotz des menschlichen Leids und der wirtschaftlichen Schäden, die oft im Vordergrund stehen. Das ist sehr wichtig, denn ohne eine intakte Umwelt ist auch das menschliche Leben unmöglich. Jede dieser Explosionen bringt nicht nur den Tod, sondern auch gesundheitliche Schäden für die Menschen, die überlebt haben. Internationale Umweltorganisationen beobachten den Krieg in der Ukraine mit großer Sorge. Im Fokus der Russen ist vor allem die kritische Infrastruktur. Bis Dezember 2022 wurden über 1.100 Angriffe auf mehr als 580 Ziele dokumentiert. Dabei trifft es vor allem die Schwerindustrie mit unabsehbaren Folgen für die Umwelt. Dass wir Klima und Natur schützen. Where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. The war in Ukraine would have ended in April this year, as Russia and Ukraine agreed to a tentative peace plan. Then, British Prime Minister Boris Johnson happened. Boris Johnson landed in Ukraine unannounced, catching even the Ukrainian regime by surprise. Startling details of the intent of Boris Johnson's sudden visit to Ukraine are now beginning to come out. It turns out the then British Prime Minister, at the behest of the West, scuttled any chances of Ukraine and Russia settling for peace. A foreign affairs analysis by Fiona Hill and Angela Stent has given rise to quite a scandal in the world of geopolitics. Titled "The World Putin Wants," the foreign affairs article dropped a bombshell as it said this, and I quote, "According to multiple former senior US officials we spoke with, in April 2022, Russian and Ukrainian negotiators appeared to have tentatively agreed on the outlines of a negotiated interim settlement. According to the tentative peace plan, Russia would withdraw to its position on February 23rd, when it controlled part of the Donbas region and all of Crimea, and in exchange, Ukraine would promise not to seek NATO membership and instead receive security guarantees from a number of countries. Now, why did this plan turn dead on arrival? According to Ukrainian publication Ukrainska Pravda, following the arrival of British Prime Minister Boris Johnson in Kyiv in April, a possible meeting between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian President Vladimir Putin was put off. According to the publication, which has sources close to Zelensky, Boris Johnson carried to Ukraine two messages from the West. First, Putin is a war criminal and he should be pressured, not negotiated with. Second, and most importantly, even if Ukraine is ready to sign some agreements on guarantees with Putin, they, as in the West, are not. So, why does the West not want peace in Ukraine? Boris Johnson was definitely not acting out of his own accord. In successfully scuttling any scope of peace between Russia and Ukraine, Boris Johnson ended up serving the collective interests of the West. The West, for some strange reason, does not want the fighting in Ukraine to end anytime soon.
Boris Johnson is believed to have told Zelensky and his government in Ukraine that the West believes Putin was not really as powerful as they had previously imagined, and that there was a chance to quote-unquote press him. Countries in the West, like the United States, United Kingdom, Germany, and basically all of NATO, have been helping Ukraine with weapons worth billions of dollars. The conflict in Ukraine coming to an end would mean Western defense manufacturers would not be able to mint the kind of money they are currently making. Furthermore, peace between Russia and Ukraine would severely unsettle the West's campaign of isolationism against Moscow and Vladimir Putin. Eventually, the world's trade with Russia would return to normal, and Moscow would demand for sanctions to be lifted if Ukraine's security is to be guaranteed. Dass wir Klima und Natur schützen. Die Stimmung im Land ist gereizt, bedrückt. Viola von Kramon, Mitglied im Europäischen Parlament, jetzt am Rednerpult. Robert hat gestern gesagt, dass er sehr stolz auf diese Partei ist. Und dem kann ich mich zu 100% anschließen. Ich habe noch nie so viel Unterstützung von allen Ebenen, von der Kreisebene, von der Bundesebene, von der Landesebene, aber natürlich auch von unserer europäischen Ebene für unsere Außen- und Sicherheitspolitik bekommen. Herzlichen Dank an alle. Und ehrlich gesagt, egal wo wir unterwegs sind als Europapolitiker, egal ob im europäischen Ausland, ob hier bei uns oder auch in der Nachbarschaft in Georgien, Moldau und wo auch immer, das Lob richtet sich insbesondere an natürlich Annalena. Sie macht eine hervorragende Arbeit. Sie wird geschätzt von allen, von der Zivilbevölkerung, von den kritischen unabhängigen Medien, von den Diplomatinnen und Diplomaten und natürlich auch in der Sofsun wurde eben schon erwähnt, als die Vertreterin der Rada hier heute today. Sie ist eine der klassischen Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, mit der wir täglich im Austausch sind. Und sie freut sich, dass sie mit Annalena genau diese Unterstützung in der Bundesregierung weiß. Meine persönliche Zeitenwende, muss ich gestehen, hatte ich eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington. Und als Robert dann der Nord Stream 2 Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs eine High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen, dass polnische Kolleginnen und Kollegen inklusive der Peace uns feiern, uns Grüne in Deutschland feiern und sagen, vielen Dank, ihr habt es endlich verstanden, ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde. Das auch ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und an Annalena. Und vielleicht noch mal ganz kurz, damit ihr es wirklich versteht. Putin will nicht nur die Ukraine vernichten. Er ist auch der größte Feind Russlands. Er hat das Land komplett isoliert. Selbst seine autokratischen, diktatorischen Freunde um ihn herum isolieren ihn, wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dieser Winter wird hart. Ja, aber wir haben die Kraft dazu, wir haben den Willen dazu, wir haben auch die finanzielle Unterstützung von sehr, sehr vielen Menschen in Europa. Lasst uns das gemeinsam wuppen, genauso wie das hier besprochen wurde oder wie das gestern auch von Robert angeklungen ist. Wir schaffen das und wir schaffen es, die Ukraine wieder von den russischen Truppen zu befreien. Wir schaffen das, auch wieder Frieden in Europa herzustellen. Und ja, es ist bitter, aber im Moment geht es leider nur mit Waffen. Auch wenn das für viele am Anfang hier eine schwierige Entscheidung war. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr diese Entscheidung mitgetragen habt und dass ihr uns damit auf jeden Fall und vor allen Dingen Ukrainerinnen und Ukrainern irgendwann zurück den Weg in die Freiheit und in den Frieden ermöglicht. Herzlichen Dank an euch alle. Er findet seinen Nährboden in allem, was schwierig ist. In der Wirtschaftslage, der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine, dem Umgang mit Flucht und Migration. In allem, was sich ändert. Und er wird gefüttert von Putins autoritärem Regime, von Trollarmeen und von Bots und von den Populisten hier im eigenen Land. Wir kämpfen für uns an der Wand, mit so einer Wächst im ganzen Land.
Kein russisches Gas, so wird's verkündet, klar. Doch über Indien kommt's her, das ist sonderbar. Ökostrom soll unsere Zukunft sein. Doch fehlen Speicher wie gemein. In der Stille der Windflaute stehen wir da. Atomkraftwerke werden beschlossen. Doch als Kapazitätsausgleich bleiben sie im Sinn. Windräder drehen sich nicht immer zu, wo führt das hin? In der Politik wird ein Spiel gespielt. Die Regierung hetzt, Wahrheit verhüllt. Gegen die AfD wird aufgeschrieben. Andere Meinung schnell als rechts hingestellt. Sie hetzen gegen angebliche Nazis. Die AfD mit aller Macht doch unterstützen Faschisten. In der Ukraine ohne Bedacht, doch Israel erhält ihre Kunst ein Doppelspiel. Waffen und Geld für furchtbare Zwecke verschickt. Menschenrechte nur leere Worte im Wind. Taten verraten, was sie uns wert sind. Die Dümmsten führen uns an der Hand. Misstrauen erwächst im ganzen Land. In diplomatischem Gewand. Klappert sie daher, beleidigt Staatenlenker, die ihr nicht gewogen sind. Eine Diplomatie voller Zorn und Wut. Beleidigt Staatsoberhäupter, macht alles nur kaputt. Den Krieg mit Russland beinahe klärt. Die CDU stumm, keiner der sich beschwert. Den Frieden in der Ukraine blockiert. Wird Putin sich nicht um 360 Grad umgedreht. Die Dümmsten führen uns an der Hand. Misstrauen erwächst im ganzen Land. Die Dümmsten führen uns an der Hand. Misstrauen erwächst im ganzen Land. Die Dümmsten führen uns an der Hand. Misstrauen erwächst im ganzen Land. In den Wellen der Worte, die sie lenken. Unsere Medien, die Regierung schützen, nicht kränken. Statt zu prüfen und zu decken, auf verstummt die Kritik im Staatsfunk. Das Öffentliche ist zum Staat gewandt. Die Gegenstimme wird erstickt in diesem Land. Und jeder, der sagt, dass ihm das nicht gefällt, wird zum Schwurbler, Leugner und Nazi hingestellt. Die Dünsten führen uns an der Hand. Misstrauen erwächst im ganzen Land. Die Linken und Gender streiten mehr als je zuvor. Das Volk verliert Hoffnung, steht ratlos davor. Bis Hass und Trans sind ihre Priorität, als ob es keine wichtigen Probleme gibt.